Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch Profile Servers. Um genau zu sein, zeige ich euch heute, wie ihr alle möglichen Daten in Roblox Studio speichern und auch wieder laden könnt, wie ihr das mit den Developer Products handhaben könnt. Im Grunde, die Grundlage für jedes Spiel ist halt das Speichern von den Daten, weil wenn ihr keine Daten speichert, ist euer Spiel blöd und keiner hat Lust, darin Zeit zu verbringen. Ich persönlich benutze eigentlich immer für alles, wo ich es benutzen kann, Profile Service. Profile Service ist ein Modul, das halt Datenspeichern einfacher macht. Weil Roblox Data Stores sind ein bisschen, eigentlich sind sie nicht kompliziert, aber sie sind ein bisschen umständlich. Vor allem, wenn es dann darum geht, dafür zu sorgen, dass die Daten sicher sind, dass da nichts gedupt werden kann. Zum Beispiel, wenn ihr Trading macht, darum kümmert sich Profile Service automatisch, dass ihr euch da keinen Kopf machen müsst. Und wenn ihr in meinen anderen Tutorials mithalten wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall dieses Video hier schauen und können, weil das, was ich hier zeige, ist die Grundlage für ganz viele meiner anderen Tutorials. Ich habe bisher immer auf ein anderes Video von mir verwiesen, wo ich es so halbwegs gezeigt habe. Jetzt zeige ich es euch richtig. Und im Normalfall zeige ich euch in meinen Tutorials einfach immer nur, wie ich auf View gehe, dann auf die Toolbox und dann einfach meinen Datenmanager anklicke und dann ist er drin im Spiel. Dann ziehe ich den reinen Server, Script Service und das war's dann auch. Aber ich zeige euch jetzt, wie ich diesen Datenmanager gebaut habe, wie ihr den euch auch selbst speichern könnt, damit ihr das immer so machen könnt. Hier in dem Datenmanager befindet sich Profile Service drin und das ist der erste Schritt. Ihr müsst euch erstmal Profile Service holen. Der Link zu Profile Service, der ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Modul einfach holen. Dann habt ihr das nämlich auch in der Toolbox drin. Hier habe ich zum Beispiel Profile Service von Laris. Falls da neue Updates rauskommen, empfehle ich euch auch, die mit reinzunehmen. Jetzt habe ich hier Profile Service zweimal drin, mache ich wieder einmal raus, ist auch egal. Das Modul müsst ihr einfach nur drin haben und dann hier den Datenmanager. Das ist ein Module-Script und was in dem Module-Script drin steht, zeige ich euch jetzt. Und zwar das hier. Und was das alles bedeutet, zeige ich euch auch noch. Ich werde es jetzt nicht neu schreiben, weil ich habe es ja schon geschrieben. Aber ganz oben holen wir uns erstmal Profile Service, indem wir sagen, Profile Service gleich require script, Doppelpunkt find first child Profile Service, weil wir hier Profile Service, das Modul drin haben. Was hier drin steht, brauche ich eigentlich gar nicht interessieren. Das ist einfach nur die ganze Magie von Profile Service. Es ist sehr praktisch. Dazu kommen wir aber noch in dem Video, warum Profile Service so geil ist. Dann hole ich mir natürlich immer die ganzen Services, die ich brauche. Einmal Players, dann den Marketplace Service und Collection. Ihr braucht den Marketplace Service nicht immer. Ich habe das früher immer in zwei Modulen, eins mit und eins ohne Marketplace Service. Aber jetzt habe ich mir gedacht, boah, wenn ich Marketplace Service nicht brauche, dann streiche ich es einfach raus. Und was ich damit meine, ist halt Process Receipt. Falls ihr nicht wisst, was Process Receipt ist. Process Receipt ist einfach eine Callback-Funktion, die ihr nur einmal in eurem gesamten Spiel setzen könnt. Die dafür da ist, um Developer Products, also wenn ihr irgendwas in eurem Spiel verkauft, zu handeln. Und wenn ihr schon ein anderes Modul habt, das Process Receipt nutzt, dann könnt ihr das hier nicht machen. Aber ich sage eher, das hier ist euer Datenmanager. Das hier ist der Kern von eurem Roblox-Spiel. Das bedeutet, wenn ihr woanders Process Receipt setzt, dann nehmt ihr das da raus und baut es lieber hier ein als andersrum. Aber weiter geht's mit den Settings. Da haben wir einmal den Datenmanager. Das ist der, der am Ende exportiert wird von diesem Modul aus. Im Datenmanager haben wir den Key-Profile. Da kommen dann die ganzen Spielerprofile rein. Also hier sind dann die ganzen Daten von allen Spielern, die im Spiel drin sind, zu finden. Und jetzt kommen wir zu den Developer-Products. Die müsst ihr, wie gesagt, nicht machen. Das ist dann wie der Marketplace-Service, aber ich schlage vor, ihr schreibt das hier einfach genauso ab. Für die Developer-Products haben wir eine Einstellung, und zwar Purchase-ID-Lock-Cap. Da müsst ihr das nicht unbedingt auf 100 stellen, das wird am Ende ziemlich viel. Vor allem, wenn ihr sehr viele Daten speichert, stellt das runter auf 50 oder vielleicht auch auf 30, aber nicht niedriger als 30. Dazu kommen wir aber später, wenn ich dann die Funktion erkläre. Hier stand ein Riesentext, wenn ihr den Text mit abschreiben wollt. Hier steht nochmal der Text von hier oben, habe ich ganz vergessen zu zeigen. So sieht der Text aus, keine Ahnung, falls ihr das mitschreiben wollt, müsst ihr nicht. Und dann haben wir hier die Developer Products. Da habe ich einfach hier so Beispielfunktionen drin. Hier sind dann die Funktionen, die ihr euch kaufen könnt. Also wenn ihr in euer Spiel reingeht, in die Settings unter Monetization, könnt ihr hier unten Developer Products hinzufügen. Und wenn die Spieler die dann kaufen, dann werden die Funktionen ausgeführt, die hier drin stehen. Zum Beispiel mit Developer Product mit der ID 1. Gibt es natürlich nicht. Eure ID wird dann wahrscheinlich eher so aussehen. Und jetzt kommen wir zum Profile Template. Das ist dann die Datenstruktur, was ihr denn für Daten vom Spieler speichern wollt. Also einmal das Template an sich. Das hier ist der Table, wo die Daten drin sind. Dann habe ich hier einmal zum Beispiel Einstellungen. In die Einstellungen könntet ihr jetzt Sachen reinschreiben wie Profile Template. Einstellungen.musik. Und das könnt ihr jetzt erstmal auf True stellen zum Beispiel. Und wenn ihr dann halt einen Musik-Aus-Knopf in eurem Spiel hinzufügt, dann könnt ihr sagen Musik aus und beim nächsten Mal checken, ob das aus hat und dann bleibt die Musik auch als ausgespeichert. Dafür ist der Einstellungstable. Dann habe ich hier immer Statistiken. Da können alle möglichen Statistiken rein, aber vor allem auch das Cash, weil jedes Spiel hat natürlich Geld. Ihr könnt das Cash natürlich auch anders nennen. Geld, Coins, was auch immer. Also hier könnt ihr eure ganzen Sachen reinpacken. Das sieht dann so aus, dass ihr das einfach so sagt. Dann sagen wir, yo, wir wollen nicht nur Cash, sondern auch Dias und wir wollen, dass die Spieler auch Erfahrungspunkte sammeln können und dann habt ihr das drin in eurem Template.
Aber ich zeige euch erstmal nur, wie ich dieses Template hier gemacht habe mit Cache. Und dann natürlich das Inventar, da können Items drin sein, was auch immer, keine Ahnung, in dem Fall nicht. Jetzt müssen wir den Profile Store noch getten, dafür callen wir einfach die Funktion ProfileService.getProfileStore. Hier kommt dann der Key rein für euren Profile Store. Wenn ihr nicht wisst, was das sein soll, schreibt hier einfach Spielerdaten. Aber bedenkt, dass dieser Key nur einmal so genutzt werden kann. Wenn ihr hier den Key jemals ändert, dann sind alle Daten nicht weg, sondern halt, dann könnt ihr auf die anderen Daten nicht mehr zugreifen. Das hier ist halt der Schlüssel, um auf eure Daten zuzugreifen. Könnt auch das drin stehen. Manche Leute verschlüsseln das gerne, ich nicht. Und dann natürlich das Profile-Template, also Komma Profile-Template kommt dahinter und das ist halt das Template, das wir hier erstellt haben. So, jetzt kommen die öffentlichen Funktionen und da habe ich öffentlich immer nur eine und zwar Datenmanager Doppelpunkt GetProfileAsync. Hier steht, diese Funktion, die sucht halt nach dem Profil des Spielers und falls das Profil noch nicht da ist, wartet es so lange, bis das Profil von dem Spieler geladen wurde oder bis der Spieler das Spiel verlassen hat. Ganz simpel, local profile ist gleich self.profile Spieler. Wenn das Profil nicht existiert und der Spieler noch im Spiel ist, warum habe ich hier ist gleich true? Muss ich gar nicht stehen haben. Egal. Dann warten wir einfach, suchen das Profil immer wieder und wieder und wieder und wenn wir das Profil dann haben, wird es ausgegeben oder halt nichts ausgegeben. Das heißt, das ist eine wartende Funktion, deswegen steht da Async drin. Jetzt kommen wir zu den privaten Funktionen und die habe ich ja schon so oft in unseren Videos gezeigt. Do something with a loaded profile könnt ihr auch anders nennen zum Beispiel. Initialisieren würde vielleicht eher passen, aber der Macher von Profile Service hat die Funktion selbst immer so genannt, deswegen habe ich das auch so übernommen. Do something with a loaded profile. Ihr könnt die natürlich nennen, wie ihr wollt. Die nimmt den Spieler rein und das Profil vom Spieler. Jetzt adden wir über den Collection Service erstmal den Tag Spieler, damit wir wissen, der Spieler ist im Spiel drin und stellen dann die Spielerstats auf. Und das ist so ein interessanter Punkt. Ihr kennt das sicher aus meinem anderen Video, verlinke ich jetzt mal oben mit dem Leaderstats, dass man hier gerne dann die Leaderstats erstellt, ein Leaderstats Folder und da die ganzen Values drin hat, um halt diese ganzen Werte oben anzuzeigen. Ich kann euch das auch einmal zeigen. Leaderstats. So, wenn ich den Ordner jetzt Leaderstats nenne und ins Spiel reingehe, dann passiert nichts. Ich bin ein Idiot, es tut mir leid. Ich muss nochmal stoppen. Stopp, habe ich gesagt. Erstmal muss das Ding natürlich required werden. Dafür füge ich hier rechts einmal kurz ein neues Script hinzu. So, und in das Script schreibe ich einfach rein, Datenmanager ist gleich require script.parentFind für Schalt Datenmanager, damit das Ganze required und auch ausgeführt wird. Jetzt gehen wir nochmal in das Spiel rein, sind im Spiel drin und sehen jetzt hier oben rechts, ich habe Cache 0. Das hat funktioniert. Die Daten Cache wurden jetzt in den Leaderstats gespeichert, aber manche Leute wollen gar nicht diese Leaderstats da oben haben. Und deswegen nenne ich den Ordner nicht Leaderstats, sondern Spielerstats. Und dann wird das nicht da oben angezeigt, aber die Daten werden halt trotzdem zum Spieler rüber repliziert, dass der Spieler darauf zugreifen kann. Der Spieler kann es nicht verändern, das geht nicht. Der Spieler kann selbst nicht die Daten verändern, weil das hier wird nur beschrieben, aber nicht gelesen. Hier sagen wir einfach nur Cache.Value ist dann der eigentliche Cache-Anteil. Wenn die Spieler versuchen würden, das zu überschreiben, dann würde die Replikation nicht mehr funktionieren und der Spieler hat dann halt ein kaputtes Spiel. Aber da ist er selber schuld, weil um das zu machen, muss man exploiten. Aber es ist trotzdem komplett sicher, weil die Daten werden halt nur gelesen und nicht beschrieben vom Spieler. Und ich habe hier dann immer so eine kleine Print-Funktion drin. Spieler ist beigetreten, Spielerprofil. Einfach um zu sehen, okay, der Spieler ist beigetreten. Hier unten steht es auch, Roblox-Conny ist beigetreten, Spielerprofil. Dann haben wir das Profil und genauso sieht das dann aus, das Profil. Hier sind ganz viele Sachen drin, aber wichtig ist der Data Key. Und im Data Key befinden sich dann alle Daten, die wir aufgesetzt haben. Also Einstellungen, Inventar und Statistiken. Wie wir es hier oben gemacht haben, Einstellungen, Inventar und Statistiken. Und in den Einstellungen ist nichts drin, im Inventar ist der Items-Ordner und in Statistiken ist halt Cache drin und das steht bei 0. Ihr müsst diesen Print natürlich nicht schreiben, falls euch der Print nervt. In dem Fall mache ich das. Nun haben wir die Funktion PlayerEdit. So, erstmal wird das Profil geladen mit LoadProfileAsync. Hier haben wir dann einen eindeutigen Key für den Spieler, der heißt bei mir Spieler-Unterstrich plus die Spieler-User-ID. Ihr könnt auch ToString-Spieler.User-ID nehmen, falls euch das einfacher fällt, wenn ihr die Daten später laden wollt. Wenn das Profil nicht geladen werden konnte, wird der Spieler gekickt. Wenn es geladen wurde, wird seine User-ID hinzugefügt. Die Datenstruktur wird geupdatet, falls sie sich geändert hat vom Template her. Und dann hauen wir einen Release-Listener rein. Das ist auch keine klassische Connection, die disconnected werden muss, weil die wird nur einmal ausgeführt. Und zwar, wenn das Profil released wird. Dann sagen wir einfach nur, wir löschen die Daten aus unserem Cache raus, damit unser Server nicht nach 3 Tagen, den er online ist, abstürzt. Und falls der Spieler doch noch im Spiel ist, warum er auch immer sein sollte, dann schreiben wir, ey Bro, du solltest nicht hier sein und kicken ihn. Das passiert eigentlich nur, wenn seine Daten von einem anderen Server ausgeladen werden. Also wenn er zum Beispiel die ganze Zeit am Server hoppen ist oder wenn er von einem anderen Client aus joint, da kümmert sich aber Roblox drum. Oder halt, falls ihr zum Beispiel sein Profil aus welchen Gründen auch immer extern ladet, dann wird der Spieler gekickt, weil die Daten von einem Spieler können immer nur
auf einem Server gleichzeitig geladen werden, um sicherzustellen, dass nichts dupliziert werden kann, dass die Daten absolut sicher sind. Darum kümmert sich Profile Service automatisch, dass die Daten halt sicher sind. Und dann kann sowas wie Pet Simulator X Duping nicht passieren. Dann natürlich, wenn der Spieler noch im Spiel ist, dann speichern wir sein Profil im Cache. Und dann wird die Funktion Do Something with a Loaded Profile ausgeführt, die wir hier oben geschrieben haben. Falls er nicht mehr im Spiel ist, dann wird das Profil wieder released, weil... Ja, dann hat er ja verlassen, bevor seine Daten geladen wurden, dann ist uns egal. Wenn wir das hier nicht schreiben würden, dann wäre es nicht so dramatisch, aber falls der Spieler halt die ganze Zeit am Spiel hoppen ist, dann sorgt das halt dafür, dass erstmal das Profil hier remote released wird und das kann dann bis zu 30 Sekunden dauern und das wollen wir ja nicht. So, dann die Player Removing Funktion bedeutet einfach, yo, wir laden erstmal das Profil. Wir könnten hierfür theoretisch diese Funktion benutzen, aber die macht keinen Sinn. Also wir getten jetzt einmal ganz schnell das Profil. Falls das Profil nicht mehr existiert, sind wir fertig. Und falls das Profil noch existiert, dann releasen wir das Profil wieder. Und jetzt kommt Process Received. Jetzt kommt der interessante Teil, der auch ein bisschen komplizierte Teil, wo es dann darum geht, die Developer Products zu speichern. Und jedes Mal, wenn ich mich mit Process Received auseinandersetze, denke ich mir auch so, eigentlich gar keine Lust. Aber eigentlich ist es simpel. Wir scrollen einmal nach ganz hier unten und hier haben wir die Process Received Funktion, die Kernfunktion, die wir am Ende hier auch setzen. Marketplace Service.Process Received ist gleich Process Received und das ist diese Funktion hier. Wir kriegen da mal eine Received Info, das ist so ein Table vom Roblox, wo dann drin steht, wie es denn eigentlich jetzt mit genau diesem Received aussieht. Hier ist dann auch so die Roblox Documentation zu Process Received, wo die dann schreiben, yo, ihr solltet am besten wirklich für jedes Produkt eine Funktion festlegen, was wir ja oben getan haben. Die Funktion sollte in dem Fall ja auch True returnen, das machen wir nicht. Darum kümmert sich Profile Service und hier kriegen wir halt die Received Info. Da ist immer eine User-ID drin, eine Product-ID, da sind noch viele andere Daten drin. Wie viel Robux hat der Spieler ausgegeben, für welches Produkt, die Product-ID, wie teuer war das und so weiter. Und am Ende ist es wichtig, bei Process Received immer ein Enum zurückzugeben, weil das ist eine Callback-Funktion, die Roblox selbst wartet, nachdem sie Process Received callen, darauf, dass ihr denen zurücksagt, yo, wurde dem Spieler jetzt das Produkt gegeben oder wurde es ihm nicht gegeben? Weil wenn es ihm nicht gegeben wurde, dann geben wir zurück not processed yet und Roblox weiß dann, Augenblick, dieses Developer-Product von damals, das wurde noch gar nicht processed. Also werden wir jedes Mal, solange der Spieler im Spiel ist, wieder sagen, ey, jetzt mach endlich, gib ihm dieses Produkt. Ist halt wichtig, damit die Leute auch das bekommen, wofür sie bezahlen. Und jetzt sagen wir hier, falls der Spieler nicht gefunden wurde, dann ist es nicht processed und dann kümmert sich halt Roblox darum, beim nächsten Mal nochmal nachzufragen. Wenn der Spieler existiert, dann holen wir uns das Profil von dem Spieler über unsere GetProfileAsync-Funktion, die wir oben geschrieben haben. Wenn das Profil nicht existiert, dann sagen wir immer noch not processed yet. Und wenn halt der Spieler und das Profil existieren, dann kümmern wir uns jetzt darum, den Kauf zu verarbeiten. Und das über diese nächste Funktion PurchaseIDCheckAsync. Dann nehmen wir das Profil rein, die ReceiptInfoPurchaseID und dann noch eine Callback-Funktion und zwar die GrantProduct-Funktion. Die muss halt wirklich nochmal eine extra Funktion gerappt werden, damit sie nicht ausgeführt wird. Weil wenn sie ausgeführt wird ohne diese ganzen Punkte, macht keinen wirklichen Sinn. Also gehen wir erstmal in die Funktion PurchaseIDCheck ein. Und das ist die hier. Da haben wir hier Profil, PurchaseID und GrantProductCallback. Und diese Funktion, die wartet halt so lange, bis wirklich bestätigt gespeichert wurde, dass die PurchaseID bestätigt gespeichert umgesetzt wurde, dass der Spieler halt praktisch sein Ding bekommen hat oder das Profil released wurde, sprich der Spieler das Spiel verlassen hat. Hier, if profile is not active, dann returnen wir wieder, is not processed yet und dann muss Roblox selbst nochmal später nachfragen. Jetzt greifen wir auf die Metadaten hinzu von unserem Profil, das ist dann profile.metadata und wir holen uns den PurchaseID-Table, der muss vielleicht auch erst erstellt werden. Das bedeutet, hier sagen wir, PurchaseID-Table ist gleich getMetaTag-PurchaseIDs. Ihr könnt den hier so nennen, wie ihr wollt, weil das ist ein Table, den erstellen wir selbst in den Metadaten. Wir könnten hier theoretisch auch schreiben metadaten.metatags.purchaseIDs. Das ist genau das gleiche, wie wenn ihr das hier schreibt, aber ich benutze gern solche Funktionen, wenn die schon zur Verfügung stehen. Falls dieser Table noch nicht existiert, weil der Spieler das erste Mal was gekauft hat, dann wird der Table erstellt und wird halt in diesen MetaTag-Purchase-IDs gespeichert. So, jetzt haben wir den Purchase-ID-Table und jetzt müssen wir dem Spieler das Produkt gut schreiben. Dafür suchen wir erstmal in dem Table Purchase-IDs die Purchase-ID und falls diese Purchase-ID, also dieser Kauf, den wir hier verarbeiten, noch nicht in den Käufen vorhanden ist, dann checken wir erstmal, ob in diesem Purchase-ID-Table zu viele Daten drin sind. Wir haben hier oben ja die Purchase-ID-Log-Cap geschrieben. Jetzt steht es auf 50. Ich habe es auf 100 stehen. 100 ist ziemlich viel. 50 ist wahrscheinlich der bessere Wert. Ich habe es halt standardmäßig auf 100. Was es bringt, erkläre ich gleich. Dann werden erstmal die ältesten Einträge in diesem Table entfernt.
Und hier ist auch wichtig, dass wir den größer gleich haben, damit wir dann einen Platz frei haben und packen dann in diesen Platz die neue Purchase-ID rein. Das heißt, das Dev-Product wird jetzt sozusagen gecached in unserem Purchase-ID-Table in den Metadaten. Und dann wird die Grand Product Callback-Funktion ausgeführt. Also die Funktion hier oben, die wir hier unten mitgegeben haben in einer gerappten Funktion. Darum hier ist dann Grand Product, dazu kommen wir gleich. Das bedeutet, jetzt wird wirklich dem Spieler auch sein Developer-Product gegeben. Und Profile Service macht ganz viel Magie im Hintergrund und checkt automatisch, wenn wir in den Metadaten eine Purchase-ID speichern und die dann verarbeitet wurden, dann landen diese Purchase-IDs unter nicht mehr Meta-Tags, sondern Meta-Tags Latest in einem eigenen Purchase-IDs-Ordner. Und genau das machen wir jetzt hier in dieser Funktion. Da checken wir einmal gespeicherte Purchase-IDs, also alles, was halt wirklich gespeichert ist, ist dann Metadaten, Meta-Tags Latest Purchase-IDs. Und falls die gespeicherten Purchase-IDs existieren und in diesen gespeicherten Purchase-IDs diese Purchase-ID existiert, also die hier, dann ist das Ergebnis, das wir hier oben erstmal festgelegt haben, auf Nil Purchase Granted. Und das Ergebnis wird am Ende natürlich returned. Das bedeutet, dann können wir Roblox sagen, jo, der Spieler hat wirklich sein Produkt bekommen. Also füllen wir die Funktion jetzt einmal aus. Falls das Ganze noch nicht funktioniert hat und es noch dauert, dann geht es erstmal weiter. Und wir sagen jetzt, MetaText Connection ist eine neue Connection, die wir festlegen. Und die wartet darauf, dass Profile Service uns sagt, dass die MetaText geupdatet wurden. Und wenn die MetaText geupdatet wurden, das ist nicht nur dann, wenn da was Neues reingeschrieben wurde, sondern auch beim Speichern oder beim Autospeichern, dann checken wir, ob in den neuesten Meta-Tags diese Purchase-ID drin ist und das aktualisiert Ergebnis ja automatisch. Also falls es drin ist, dann ist das Ergebnis jetzt Purchase Granted, falls nicht, ist es weiterhin Nil. Und jetzt machen wir hier noch einen Check, wenn das Profil nicht mehr aktiv ist und das Ergebnis Nil ist, also wenn der Spieler das Spiel verlassen hat und noch nicht sein Produkt bekommen hat, dann sagen wir Not Processed Yet. Und jetzt haben wir hier unten einen While-Loop, der einfach nur wartet, bis das Ergebnis nicht mehr Nil ist, also bis das Ergebnis entweder Purchase Granted ist, weil es erfolgreich war, oder bis das Ergebnis Not Processed Yet ist, weil der Spieler das Spiel verlassen hat, bevor er sein Produkt bekommen hat. Als nächstes machen wir die Metadex Connection hier aus, weil das ist jetzt Datenabfall, die brauchen wir nicht mehr, und returnen dann das Ergebnis. Und wir erinnern uns ja, hier Process Received returned ja entweder Not Processed Yet oder Purchase Granted. Und in dem Fall returnt diese Funktion entweder Not Processed Yet oder Purchase Granted, indem sie das Ergebnis returnt oder halt an den vorherigen Punkten, zum Beispiel hier Not Processed Yet Return. Und dann haben wir noch die Grand Product Funktion, die wir hier ja schon reingerappt haben, eine extra Funktion, die wir hier dann in einer Coroutine gecallt haben. Und die haben wir ja schon vorher hier mit allen relevanten Daten ausgestattet, und zwar dem Spieler unter Received Info Product ID. Und die Grand Product Funktion nimmt auch den Spieler rein und die Produkt ID und lädt jetzt erstmal das Profil von dem Spieler rein. Und die Produktfunktion, die befindet sich in Dev Products. Hier oben haben wir hier die Dev Products und da sagen wir Dev Products mit der Produkt ID 1 wäre dann die Funktion, Produkt ID 2 wäre dann die Funktion. Das heißt, wir haben jetzt das Profil und die Funktion. Wenn die Funktion nicht existiert, dann schreiben wir in die Konsole Waren für die Produkt ID. Produkt ID wurde keine Funktion in den Dev Products definiert. Das ist dann ein Fehler von euch und das ist fahrlässig. Das darf auf keinen Fall passieren. Deswegen solltet ihr vorher, wenn ihr Dev Products ins Spiel implementiert, immer testen, ob alles funktioniert mit jedem Developer Product und dass dieser Fehler nicht kommt. Und ansonsten wird die Funktion einfach ausgeführt. Wir könnten hier theoretisch jetzt noch gucken, ob das Profil existiert. Aber das geht so schnell. Es ist unwahrscheinlich, dass das Profil jetzt schon nicht mehr geladen ist. Und es wird so oft gecheckt, ob das Profil noch existiert. Und zwar hier oben, dass das eigentlich nicht passiert. Und das wär's. Falls ihr bis hierhin nichts verstanden habt, ist das nicht schlimm. Weil ihr habt den Code ja gesehen und könnt den einfach genauso abschreiben, wie er hier steht. Hier könnt ihr noch einmal diesen Text, wurde, Punkt, Punkt, Punkt. Könnt ihr hier einfach alles abschreiben und dann ist auch alles tamam. Hier unten, Marketplace Service Process Received ist gleich Process Received. Und dann natürlich der ganz normale Spaß für alle Spieler, die schon im Spiel drin sind, füllen wir die Player Edit Funktion selbst aus. Und dann connecten wir zu Player Edit die Player Edit Funktion und zu Get Instance Removed Signal Spieler connecten wir die Player Removing Funktion und Spieler hier muss genau das gleiche sein wie wir gehen hoch. Dieser Spieler, den wir hier geschrieben haben. Collection Service at Tag Spieler Spieler und Get Instance Removed Signal vom Tag Spieler. Und damit haben wir alles. Das ist dann schon alles. Jetzt habt ihr die Grundlage geschaffen dafür, dass ihr in euren Spielen alle möglichen Daten speichern könnt, laden könnt, dass ihr Sachen in eurem Spiel verkaufen könnt, also nicht nur Game Pässe, sondern auch ganz normale Developer Products. Das werde ich euch jetzt auch einmal in einem Beispielscript zeigen. Zuerst gehe ich nochmal in diesen Script hier rein und schreibe da kurz eine Kleinigkeit hinzu, die dem Spiel ein bisschen Geld gibt. So, das ist natürlich jetzt kompletter Quatsch, das könnt ihr in euer Spiel so nicht einbauen, aber wir haben einen Datenmanager geholt, warten 7 Sekunden, holen uns dann das Profil von Roblox Conny,
der nur während der Tests natürlich im Spiel drin ist. Das bin ja ich. So, und dann printen wir einmal das Profil, geben dann dem Profil.data.statistiken.cache 10, also plus ist gleich 10 Cache dazu und printen das Profil nochmal. Also gehe ich jetzt in das Spiel rein, drücke einmal auf Play. So, wir gehen hier auf, rechts auf Players, Roblox Conny, sehen hier in den Spielerstats ist Cache auf 0. Jetzt wurde es hier unten geprintet und Cache ist jetzt auf 10. Es wurde geupdatet. Es hat funktioniert. Hier unten bin ich beigetreten, habe Data, Einstellungen, Statistiken, Cache ist gleich 0. Hier wurde das gleiche Profil nochmal geschrieben und hier unten wurde das Profil nochmal geprintet. Wir gehen auf Data, Einstellungen, Statistiken und jetzt ist das Cache auf 10 und die Daten werden auch gespeichert. Jetzt im Studio natürlich nicht, weil ich habe in den Studio-Einstellungen die Roblox API Services nicht aktiviert und das ist so schön am Profile Service, die sagen einem das auch. Roblox API Service ist unavailable, data will not be saved. Das bedeutet, die Daten werden nicht gespeichert, solange ich jetzt hier im Studio bin. Im echten Spiel werden die Daten gespeichert. Das ist ganz praktisch, um halt ein bisschen rumzutesten, ohne an euren eigenen Daten rumzuwursteln. Also ihr kriegt an Daten halt nur euer Template und könnt damit machen, was ihr wollt, aber es wird nicht gespeichert. Wenn ihr wollt, dass eure Daten auch im Studio gespeichert werden, dann geht ihr hier oben auf Home, dann auf die Game Settings, dann auf Security und aktiviert Enable Studio Access to API Services. Jetzt machen wir aber einmal kurz ein bisschen Cash kaufen. Dafür gehe ich jetzt auf Monetization, gehe nach hier unten zu den Developer Products, klick auf Create. Damit haben wir ein Developer Product hinzugefügt. Da gehe ich auf die drei Punkte, gehe auf Edit, benenne das dann um in Cash kaufen. Sagen wir mal 100 Cash kaufen. Das kostet einen dann auch 100.000 Robux. Ich meine, ist ein vernünftiger Preis, würde ich sagen. Jetzt gehe ich hier wieder zurück. Gehe dann hier oben wieder auf die drei Punkte. Kann ich nicht machen. Ich muss es erstmal speichern. Also drücke ich hier auf Save. Gehe nochmal auf die Game Settings. Auf Monetization. Und dann habe ich hier Produkt-ID, Produktname und Price. Und ich gehe einfach auf die drei Punkte. Gehe dann auf Copy-ID to Clipboard. Damit wurde die ID gespeichert. Gehe dann auf Datenmanager. Hier bei den Dev-Products ersetze ich jetzt die 1 durch diese Produkt-ID, die wir hier haben. Dann haben wir hier die Funktion und sagen hier plus 100 Cash. Ist ja schon richtig so. Wir kaufen einfach 100 Cash. Wir können hier einfach nur, damit wir sehen, dass es passiert ist, auch noch einen Waren hinzufügen. Wir haben jetzt hier den Spieler nicht übernommen, deswegen sagen wir hier einfach nur 100 Cash Money gekauft. Wenn ihr für die Funktion auch den Spieler braucht, ihr könntet theoretisch den Spieler über Players, Doppelpunkt, get player from user ID und dann Profil.user IDs in eckigen Klammern 1 bekommen. Das würde funktionieren. Aber ihr könnt auch einfach nochmal hier nach unten gehen, falls ihr es braucht. In der Grand Product Funktion dann sagen Produktfunktion und dann sagt ihr einfach Spieler, Profil. Meinetwegen könnt ihr auch direkt bei der Product Funktion nicht die Receipt Info Product ID, sondern einfach nur die Receipt Info mit übernehmen. Geht dann hier rein, habt dann die Receipt-Info und dann sagen wir Local Produkt-ID ist gleich Info.Product-ID und könnt dann hier meinetwegen auch die Info mit übernehmen. Und dann haben wir hier Spielerprofil und Info, wird dann auch alles übertragen, falls ihr das alles in euren Funktionen da oben braucht. Ich persönlich brauche es nicht wirklich, aber es gibt immer Fälle, in denen man es brauchen könnte. Und dann könnte man jetzt hier einfach noch einmal die Produkt-Info printen, damit ihr sehen könnt, was da alles so drin steht. So, das wäre alles aufgesetzt, aber die Spieler müssen das Ding natürlich noch kaufen können. Und um das kaufen zu können, mache ich jetzt hier einfach mal so ein Shop. Und der Shop ist einfach nur ein Part. So, in that Part kommt ein Script. Und in that Script kommt rein Local Part ist gleich Script.Parent Part.Touched Doppelpunkt Connect Function. Und dann sagen wir hier einmal Hit. Und wir holen uns einmal kurz die Conny Library rein. Weil es gibt halt immer Code, für den ich zu faul bin, den zu schreiben. Und deswegen sagen wir hier einfach Require 90 299 17 264. Und sagen dann Local Spieler ist gleich Conny Library Doppelpunkt Get Spieler from Hit Part. Dann sagen wir einfach Hit, weil das ist der Hit. Und dann sagen wir If Not Spieler or Not Conny Library Doppelpunkt Gatekeeper Punkt Punkt Spieler Punkt User ID, Komma, sagen wir mal 10 Sekunden. Schneller sollte der ihn jetzt wirklich nicht nerven. Then Return End. Und damit haben wir unseren Spieler geholt, einen Debounce eingebaut von 10 Sekunden. Und können jetzt die eigentliche Funktion schreiben. Und zwar Game.getService MarketplaceService PromptProductPurchase. Geben den Spieler hinzu und müssen dann noch die ID hinzufügen. Und die ID, die haben wir hier gespeichert. Die könnt ihr euch auch wieder aus den Einstellungen rausholen. So, und das wär's. Hiermit, mit dieser Funktion, verkauft ihr einem Spieler euer Developer-Product.
Und jetzt gehe ich einfach mal ins Spiel rein. Bin im Spiel, da ist das Part. Ich laufe ja immer rüber. Und da kommt schon, möchtest du 100 Cash kaufen? Kostet mich ja nur 100.000 Robux. Ich sage, nein, will ich nicht. Und nichts ist passiert. Ich habe auch, wenn ich jetzt hier auf Players gehe, Roblox Conny, Spielerstats, Cash, habe ich immer noch 10 Cash, weil ich hier unten ja unser Script noch habe, das mir 10 Cash gibt. Wenn ich jetzt aber hier nochmal rüberlaufe und mich dann dazu entscheide, doch, vielleicht möchte ich es doch kaufen, klicke ich rauf, kaufe. Und jetzt steht hier unten auch Cash Money gekauft. Wir sehen hier rechts Cash, habe ich jetzt 110 Cash. Und hier steht drin Cash Money gekauft, Roblox Conny. Und hier unten ist dann die Product Info. Gehe ich einfach mal rauf und dann seht ihr, hier ist drin Currency Spend 0, weil ich habe jetzt in Roblox Studio gekauft. Ich habe keinen wirklichen Robux ausgegeben. Wenn man in Roblox Studio was kauft, passiert nichts. Deswegen steht hier bei Currency Spend 0. Currency Type ist Robux, weil früher gab es ja Ticks. Place ID Where Purchased ist halt dieser Place. Player ID, das bin ich. Roblox Connys Player ID. Product ID, das ist dieses Produkt, das ihr hinzugefügt habt. Und die Purchase ID, das ist die, die wir hier schön gecached haben. Und dafür würde ich gerne nochmal das Profil printen. Und ich versuche einfach mal schnell zu sein. Ich guck mal, ob ich schnell genug bin. Ich gehe einmal kurz hier in dieses Script rein, pack diesen Wait auf 17 Sekunden, dann wird das Profil nochmal geprintet. Jetzt gehe ich hier einmal rein ins Spiel. So, die Daten wurden dann nicht gespeichert, also steht bei den Spielerstats bei Cash wieder 0. Ich gehe jetzt hier rauf, kaufe mir so schnell es geht die 100.000. Kaufen, kaufen, kaufen. Es wurde gekauft, wurde verarbeitet. Ich habe die 100 Cash Money bekommen. So, ich habe immer noch 100 und jetzt habe ich 110. Das heißt, das Script wurde ausgeführt und jetzt gucke ich einfach mal rein in das Profil. Und jetzt haben wir hier einmal die Metadaten. Und in den Metadaten sind die Meta-Tags. Und da sind die Purchase-IDs, der Table, den wir angelegt haben. Und da ist diese Purchase-ID drin von dem Kaufweben. Und so könnt ihr sehr einfach dafür sorgen, dass alle Daten, die ihr so habt in eurem Spiel, gespeichert werden, geladen werden können. Und dass ihr euren Spielern einfach hier so ehrenlos 100 Cash andrehen könnt. Die ihnen sowieso nichts bringen, weil in dem Spiel ist nichts drin, außer diese 100 Cash. Jetzt habe ich 100 Cash, die kann ich als Spieler nicht mal sehen. Die sind jetzt hier im Hintergrund gespeichert, ihr könntet die auf einem GUI anzeigen. Ihr könntet natürlich den Ordner Spielerstats in Leaderstats umbenennen. So, ich habe es jetzt in Leaderstats umbenannt, jetzt steht hier 210 Leaderstats, das funktioniert natürlich. Wenn der Ordner Leaderstats heißt, wird es ja eben auch angezeigt. Ich gehe jetzt noch einmal rauf, einfach nur, weil es so schön ist. Einfach nur, weil es so schön ist, gehe ich hier nochmal rauf und kaufe mir für 100.000 Robux nochmal die 100 Cash. Und jetzt habe ich 310 Cash, also es funktioniert. Und falls ihr euch fragt, wie ihr die Daten von dem Profil bearbeiten könnt, das habe ich hier schon gezeigt. Ihr holt euch erst den Datenmanager, indem ihr ihn required. Dann holt euch das Profil über die Funktion GetProfileAsync. Und dann holt ihr euch den Spieler rein. Das ist jetzt Roblox Conny. Hat jetzt lang gedauert, Roblox Conny hier zu bekommen, aber ihr... Get Profile Async Spieler, dann habt ihr das Profil und könnt dann im Profil bearbeiten, wie ihr wollt. Das geht natürlich nur über Server Scripts, weil die Spieler dürfen das nicht machen. Das darf nur der Server machen. Und dann könnt ihr hier einfach sagen, profile.data.statistiken.cache ist gleich 10. Wir können aber natürlich auch einen Loop machen. Einfach so while task.rate 0.1 do. Also alle 0,1 Sekunden sagen wir profil.data.statistiken.cache plus 10. Jetzt gehen wir einfach nochmal ins Spiel rein. Ich gehe dann nochmal in den Ordner, benenne den für mich nochmal um in Leaderstats, damit ich sie auch sehen kann. Und in 17 Sekunden seht ihr gleich mein Cash einfach hochgehen. So, ich habe 0 Cash und... Dann sind die 17 Sekunden rum. Jetzt seht ihr, kriege ich ganz viel Cash. So haben wir auch noch einen Klicker-Simulator Autoklicker hinzugefügt. Ist das nicht toll? Okay, ich glaube, ihr habt es jetzt verstanden. Falls ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt es in die Kommentare. Falls es Process Received war, schreibt es nicht in die Kommentare, schreibt es einfach nur ab. Weil eigentlich müsstet ihr nur lernen, was Callbacks sind und dann würdet ihr Process Received schon verstehen. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe, dann schreibt es auch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für weitere Videos, weitere Tutorials. Empfehlt das Video auch gerne weiter, falls ihr andere Leute kennt, die Roblox Studio lernen wollen. Weil ich kriege aktuell wirklich nicht viel Aufmerksamkeit durch meine Tutorials und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilen würdet. Das war's aber erstmal mit dem Video. Bis dann und ciao!